Hey Leute und willkommen zu meinem neuen Video und heute ist bei mir der 1. Dezember und ich dachte mir, ich starte auch mal so eine Vlogmas-Reihe und da das einfacher für mich ist, werde ich es jetzt nicht so machen, dass ich jeden Tag ein Video hochlade, sondern nur wöchentlich. Ich sitze gerade am Schnitt vom Video und habe bemerkt, dass ich euch gar nicht erzählt habe, warum ich Vlogmas mit W schreibe, aber das ist ganz einfach und zwar vlogge ich ja so wöchentlich und dann dachte ich mir, ich kann ja das V durch ein W ersetzen. Weil dann ist da so ein bisschen dieses Weekly drin. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin dumm und schreibe Vlogmas mit W, weil ich dumm bin. Das ist voll Absicht. Heute ist auf jeden Fall der 1. Dezember und mein Tag heute ist ganz entspannt. Okay, relativ entspannt, weil heute habe ich keine Schule, weil bei uns Eltern Sprechtag ist und wir dann nicht zur Schule müssen, was sehr, sehr gut ist. Ich habe bis 10:30 geschlafen und wir haben es jetzt 11 Uhr. Und auf jeden Fall muss ich heute für Bio lernen, weil ich morgen eine Bio-Klausur schreibe. So sieht übrigens mein Schreibtisch aus. Ich weiß, es ist eine Katastrophe. Das hier sind meine wundervollen Lernzettel. Das gucke ich mir gleich noch an. Ja, hier ein bisschen Essen, überall ganz Stifte und alles. Und generell mein Zimmer ist so eine Katastrophe. Ich muss ganz, 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 ganz dringend wieder aufräumen. Mein Sofa ist auch eine Katastrophe für sich. So, wir haben es inzwischen 10:45, das heißt, der 1. Dezember geht so langsam aber sicher zu Ende. Ich habe bis jetzt noch gelernt, eigentlich gehe ich immer so gegen 10 schlafen, beziehungsweise versuche das, aber jetzt musste ich das noch in meinen Kopf reinkriegen und ich werde morgen auf der Busfahrt auch noch lernen. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt gleich schlafen gehen. Guten Morgen, heute ist der 2. Dezember, wir haben es gerade 7:15, das heißt, ich muss in einer Viertelstunde, 10 Minuten losgehen zum Bus und dann zur Schule und dann meine Bio-Klausur schreiben. Wird geil. Ich freue mich auf jeden Fall. Definitiv. Ich bin inzwischen wieder zu Hause. Es ist 3:15. Ich habe meine Bio-Klausur überlebt. Sie ist sehr spannend gelaufen. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Und auf jeden Fall fahre ich jetzt gleich nach Osnabrück ein bisschen shoppen mit meinem Papi. Und das ist voll toll. Ich denke, ich werde meine Kamera nicht mit nach Osnabrück nehmen, weil ich keine Lust habe, die ganze Zeit mitzuschleppen, weil ich eh nichts filmen werde. Ich kenne mich ja. Und ja. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Es ist circa 7:15. Es war ganz nett in Osnabrück und ich habe neue Schuhe, eine neue Hose und ein neues T-Shirt. Das T-Shirt habe ich jetzt auch an, weil ich habe die Sachen eben nochmal angezogen und ich könnte die euch natürlich jetzt zeigen, ne? Aufräumen bei Vivian geht so. Auf jeden Fall, das hier ist einfach so ein T-Shirt, so ein schön stinknormales T-Shirt. Die Hose ist ebenfalls neu. Die ist auch von H&M. Und ich habe noch neue Schuhe. Und hier um die 7 cm Absatz. Muss auf jeden Fall jetzt gleich was essen. Also bei uns gibt es gleich Essen. Und dann drehe ich noch was für mein Video. Und dann schneide ich das auch alles, sodass das hoffentlich bald online kommt. Und ich habe so gerade meinen Dreh, den ich heute noch machen wollte, abgeschlossen. Denn ich habe Intro und Outro und das im Bad gefilmt. Und ich habe, weil das Ganze ja jetzt inzwischen Dezember ist und alles weihnachtlich ist, meinen Hintergrund weihnachtlich dekoriert. Allerdings habe ich die Hälfte schon wieder weggemacht, weil ich Fotos gemacht habe noch. Und ich finde das voll schön irgendwie. Dann setze ich mich in mein Bettchen und schneide das Video. So, der Zustand meines Sofas wird auch irgendwie nicht besser, weil ich hier jetzt noch die ganzen Weihnachtssachen durcheinander geschmissen habe, die ich rausgesucht habe. Das räume ich irgendwann morgen auf, weil ich morgen Besuch bekomme. Oh mein Gott, ich habe mein Video fertig geschnitten. Es ist inzwischen 2:30 in der Nacht, also eigentlich haben wir schon den 3. Dezember. Auf jeden Fall, ich habe meine Abendroutine für den Herbst bzw. Winter jetzt endlich fertig geschnitten. Das muss jetzt nur noch exportieren. Abschminken, meine Lichterketten ausmachen und dann schlafen gehen. Und übrigens, ich habe noch was von meinem Benjamin Blümchenkuchen gegessen. Das habe ich euch, glaube ich, gar nicht erzählt. Ich habe heute einen Benjamin Blümchenkuchen bekommen. Und jetzt muss ich meine ganzen
Lichterketten ausmachen. Dann geht's schlafen. Oh mein Gott, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mein Handy liebe. Ich hatte noch 50% Akku und woo! Es ist aus. Und wenn ich es gleich ans Ladekabel schließe, habe ich wieder 50% und ich denke mir so, Mann, das regt mich so auf mit meinem Akku. Das ist richtig nervig, aber ich will den Akku auch nicht wechseln lassen, weil ich das Geld dafür nicht ausgeben will, weil ich mir irgendwann ein neues Handy kaufen will und dann würde ich ja unnötig Geld ausgeben und so. Endhaft. Und mein Video hat nicht fertig exportiert über die Nacht. Ich habe mich gerade um die 2-3 Stunden damit beschäftigt, mein Video fertig zu kriegen. Das hat schon exportiert und war dann auch fertig. Allerdings hatte ich dann ein Problem, weil ich ein Bild da drin hatte, eventuell Probleme mit dem Urheberrecht geben können. Und deshalb musste ich das alles ändern und das hat extrem lange gedauert. Es ist nicht perfekt geworden, aber es geht jetzt. Auf jeden Fall ist es inzwischen 20 nach 2. Ich sollte langsam aber sicher mal mich fertig machen und alles und vor allen Dingen das da aufräumen. Inzwischen ist es schon dunkel, wie man da sieht, aber meine Oma und Opa sind eben gekommen, also eben vor ein paar Stunden. Und dann habe ich mit denen geredet, also wir haben uns halt unterhalten, so Familie halt. Und dann sind wir auch schon auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Und jetzt ist es auf jeden Fall gleich 6 und Lea kommt und dann gucken wir mal, was wir machen. Wir haben es inzwischen 7:30 und ich habe wieder meine Sachen an. Sie sind trocken geworden. Okay, ich habe sie in den Trockner geschmissen und so. Und Lea ist inzwischen da, aber es möchte nicht auf YouTube gezeigt werden. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt schminken, weil wir gleich auf den Weihnachtsmarkt gehen wollen. Und ja, schon cool, ne? Ja. Es ist jetzt der 4. Dezember und wir haben es inzwischen schon 1:30. Lea ist gerade gefahren und ich mache mir jetzt gleich Pancakes, weil ich mega Hunger habe. Ich weiß, ich habe gestern kaum was gefilmt und auch heute Morgen nicht. Aber ich habe nicht so viel gefilmt. Erstens, weil Lea nicht auf YouTube will und zweitens, weil wir einfach nur auf dem Sofa lagen und YouTube geguckt haben bzw. mit Leuten gesnappt haben und all sowas. Wir haben es inzwischen 9:45, aber ich will überhaupt nicht schlafen gerade, weil, keine Ahnung, ich habe gerade so mega gute Laune und höre halt Musik die ganze Zeit und ich will nicht schlafen gehen. Dass ich jetzt schlafen gehe, weil sonst ich morgen wirklich tot bin, das war kein Deutsch, aber egal. Guten Morgen, wir haben es wieder mal 6:45, es ist der 5. Dezember und ich muss jetzt gleich runtergehen. Ich bin jetzt schon seit, ich weiß nicht, ein paar Stunden wieder zu Hause. Ich hatte heute 9 Stunden. Ich musste mir noch mein Handy abholen, weil heute mein Handy einkassiert wurde. Weil ich weiß nicht, wo behindert ist. Mann, es war voll blöd. Ich facetime seit einer Stunde mit Annalena. Wir labern wieder über all möglichen Zeugs. Aber ich fange gleich an, noch ein paar Hausaufgaben zu machen, weil ich eigentlich relativ viel machen muss. Da habe ich keinen Bock drauf. Es ist übrigens inzwischen 6 Uhr, falls ich das noch nicht gesagt habe. Wir haben es inzwischen 10:50 circa und ich habe meine Hausaufgaben nicht ansatzweise fertig gemacht. Ich habe mega Kopfschmerzen und war jetzt die ganze Zeit am Handy. Ja, ich weiß, das ist sehr, sehr schlau. Ich werde mich jetzt abschminken und schlafen gehen, weil mein Kopf wehtut und ich schlafen will. Guten Morgen, es ist wieder 6:45 und ich muss wieder zur Schule und heute ist Nikolaustag. Das heißt, ich kann gleich noch meinen Stiefel holen. Ich bin jetzt seit 3 Uhr schon zu Hause. Wir haben es jetzt 4:30. Ich habe in der Zeit ein bisschen Pause gemacht von der Schule. Nee, ich war an meinem Handy, war auf Snapchat, Instagram, Ask und YouTube. War ganz verlockend. Ich muss jetzt langsam aber sicher mal anfangen mit Deutsch lernen. Wir haben ja diese Lektüre, die wir lesen müssen. Aber ich bevorzuge doch die 3 Stunden Hörbuchversion. Aber ich werde die auf jeden Fall mir jetzt anmachen und anhören und nebenbei irgendwas machen. Ich habe keinen Bock mehr. Hallo, wir haben jetzt den 7. Dezember, wenn ich mich nicht irre. Ja doch, haben wir. Ich habe gestern Abend nicht mehr gefilmt, weil ich irgendwann
eine Krisensitzung mit Annalena hatte. Und irgendwann war es dann 10:30 und dann musste ich noch Hausaufgaben machen. Und dann bin ich direkt ins Bett gegangen. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich hatte heute 9 Stunden, deshalb ist es jetzt auch schon 5:20. Ich muss jetzt noch für Deutsch lernen. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt erstmal ein bisschen in mein Handy setzen und hoffentlich wieder gute Laune kriegen, weil ich habe nicht so sonderlich gute Laune. Wir haben es mittlerweile wieder mal 10 Uhr und ich habe mir noch meine Haare gewaschen. Die sind jetzt endlich wieder schön und sind auch schon trocken. Und ich bin gerade noch am Deutsch lernen, beziehungsweise ich schreibe mir wichtige Dinge in mein Buch. Wir dürfen uns Sachen ins Buch schreiben, also von daher ist das alles in Ordnung. Mein Schreibtisch ist die absolute Katastrophe, weil hier steht alles voll und es ist schon wieder 10 Uhr. Ist mein fetter Ordner. Und dann... Ich gehe gleich schlafen, also eine wundervolle gute Nacht. Und ja. So, es ist jetzt 8. Dezember. Ich habe mega verschlafen, beziehungsweise nicht mega verschlafen, aber eine Viertelstunde, aber das macht schon was aus. Und deshalb kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Ich muss auf jeden Fall jetzt runter, weil ich relativ sehr spät dran bin. Also ich bin jetzt schon länger zu Hause. Ihr habt ja eben das vom Sonnenuntergang gesehen. Und man sieht da kaum noch was von dem Sonnenuntergang, weil der Sonnenuntergang war heute mega schön. Ich konnte das die ganze Busfahrt über beobachten. Oh, es ist schon 7:15. Also ich war so gegen 5 zu Hause und habe dann erstmal YouTube durchgesuchtet. Und auf jeden Fall muss ich eigentlich mein Video schneiden. Allerdings war mein Bett ganz schön bequem, weshalb ich dann noch nicht mein Video geschnitten habe, aber das mache ich gleich. Und ich habe gerade eine Zusage für mein Praktikum bekommen, was richtig geil ist. Es ist inzwischen 10 Uhr, das heißt, der Tag hier ist auch so langsam zu Ende. Ich habe es nicht ansatzweise geschafft, mein Video fertig zu kriegen. Ich bin gerade mal am Morgen des 2. Dezember. Auf jeden Fall kann das sein, dass sich meine Stimme gerade extrem komisch anhört, weil meine Nase macht gerade komplett zu. Und auf jeden Fall ist es jetzt so, dass ich noch darauf warte, dass Annalena wiederkommt, weil wir noch FaceTime wollen. Und jetzt höre ich mir Annalenas Sprachnachricht an. Und wenn die mir jetzt sagt, dass sie keinen Bock mehr auf FaceTime hat, ne, dann ist vorbei. Warum wusste ich, dass das kommt? So, da heute Donnerstag ist und vor einer Woche, als ich angefangen bin, auch Donnerstag war, heißt es, dass eine Woche rum ist. Und das heißt, ich habe jetzt eine Woche von Vlogmas fertig, was bedeutet, dass dieses Video jetzt zu Ende ist. Ich werde natürlich weiter vloggen, aber das seht ihr dann im nächsten Video. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich musste mich erst wieder ins Vloggen reinfinden. Und auf jeden Fall würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr eine wundervolle Weihnachtszeit habt. Ich weiß nicht genau, wann ihr das Video seht, aber falls ihr das am Sonntag seht, wünsche ich euch noch einen schönen 3. Advent. Weil am Sonntag ist schon der 3. Advent. Auf jeden Fall würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen oder auch über ein kostenloses Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt und das ganz spannend findet, was ich hier so veranstalte. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und ja, bis dann. Tschüss!